Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark. Ark. Drake Ross. Ja, und wieder am Start die Smiley von SPZLP. Hi, Freunde. Der Revano. Hey, hallihallo. Von Revano LP. Der Erik von EMBLP. Willkommen, Freunde. Wildes Tier. Hi, Revano. Und jetzt Trommelwirbel, denn unser Neuling ist da. Und zwar, wer wird's anders? Oh yeah! Der Dumpabler, meine lieben Freunde, mit am Start! So sieht er in echt auch aus, oder? ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich verbaut, deswegen. Ja. Aber so ist es halt im Leben, ne? Das Tier, ey. Ich hatte jetzt kurzzeitig vergessen, wie deine Figur aussieht, wo ich mich jetzt rumgedreht habe. Du hattest kurz den Schrecken nicht mehr im Kopf, aber jetzt ist er wieder Alter, da. Es passt schon, es passt schon. Beine, ey. Das ist und guck mal, dahinter. Don't skip Black Days, ey. Guck mal hier, das passt. Und Riesenfüße hat er auch noch, ey. Alter, du bist voll der Buckel, wenn du da im Park liegst, Alter. So, jetzt, ich würde sagen, wir führen die jetzt erstmal in unsere Base, wenn sie denn schon angegriffen wird. Und, ich hoffe, sie wird noch nicht angegriffen. Warum sollte sie angegriffen werden? Gell, es gibt doch überhaupt gar keinen Grund, dass hier irgendjemand irgendwelche feindlichen Dinge Aktivitäten treibt. Tut auf einem feindlichen PvP-Server. Ja. Niemals. Niemals. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Dummbabler ist der Revano muss noch seine Kleidung umfärben, definitiv. Ja, machen wir jetzt. Ja. Ich bin ja auf dem Weg direkt. Der Dummbabler, Knüppel raus im Krüppelhaus. Aber hallo, guck mal, hier geht's richtig rund mit der Fackel, mein Freund. Er hat schon direkt die Fackel am Brennen, der Wahnsinn. Ja, ich muss doch hier ein bisschen mal ausleuchten, die ganze Geschichte. Ja, schön hier, dass jeder weiß, wo wir wohnen. Ach so, da läuft er! Ja. Schnapp dir die! Gerade jetzt, man muss vielleicht... Die halten dich für einen Dino und versuchen dich zu zähmen, so sieht's aus, ey. Ach, guck mal, das ist ein Höhlenmensch, komm, den zähmen wir gerade mal. Also ich habe jetzt hier, mittlerweile habe ich auch Level 15 erreicht, meine lieben Damen und Herren. Und ich werde jetzt gleich den geilen Skillpunkt setzen und dann darf der Onkel mir eine Rüstung machen oder der Erik oder alle zusammen. Dass ich das macht die Smiley. Ist dir aber... Ach, ist die Smiley, aber ja. Mach die Rüstung und der Onkel färbt die. Danke, Smiley. Also ich möchte gleich mal, wer Dummbabler nicht kennt, ne, er hat viele Namen. Killer 13, ich werde einen Killer nennen, weil es irgendwie... Ja, Killer ist gemütlicher, ihr könnt euch... Ich hätte auch meine Figur eigentlich Killer nennen sollen. Alter Dödel. Killer! Genau. Man kann sich direkt hier mit dem T-Rex Killerjäger anlegen. Guck mal, das ganze Ding ist eure Base, diese ganzen Häuser hier. Alles, ja. Genau, jetzt kommst du mal mit her. Ja, ich bin hier. Dummbabler, bitte. Ja. Und hier, das ist unsere kleine Überraschung, die wir für dich haben. Wir haben dir hier schon ein kleines Haus gebaut. Ach, guck mal da, ich hab ne La? Nein, ja, ich konnte ja noch nicht ansagen, wer da ist, deswegen, warte einen Moment. Du hast La. Ich hab ne eigene La. Leute, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass ich meine La jetzt schon... Fleisch raus. Haha, Junge, du bist hier verwöhnt, Und ich bin noch erst Level 2. Ja, Level 2 hab ich richtig gehört, ich hab nämlich Kram gesammelt. Ja, das hat Schild nicht geändert. Und drinnen steht eine Kiste, da kannst du dich bedienen. Da haben wir dir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich. Also du musst nicht unter freiem Himmel schlafen, wie wir alle, sondern hast direkt. Hier kannst du dein Bett hinstellen und dein. Ach, ich schlafe unter freiem Himmel, das ist ja. Ich habe jetzt auch übelste Kacke im Inventar. Ich muss nämlich loblich sagen, dass meine lieben Tribe Wars Gefährten Kacke gesammelt haben. Ziemlich ohne Ende. Große, acht fette, dicke Haufen Scheiße von Dinos gesammelt, ohne Witz. Extra für dich. Ich stink wahrscheinlich schon wie so ein Bär oder so. Ja, wie ein verschissener Bär wahrscheinlich. Ein vollgeschissener, ja. Alter, der muss jetzt erstmal alles hier reinschmeißen, da kriegen wir nämlich die übelsten Megapflanzen hier. Guck mal, hier eine Flare Gun, was ihr alles habt, ihr seid ja echt hochentwickelt. Ja, genau. Hochentwickelt. Das ist ja ultra direkt. Ja, Mann, mal extra alles. Für dich, ey. So, ich hab hier noch Stuff. Oh, so. Darfst aber die Flare Gun nur einmal benutzen, ne? Dann ist sie weg. Dann ist ausgeflärt. Und wir haben bei uns hier so eine kleine Rollenverteilung gemacht im Team. Okay, Intim. Bitte. Intim. Und du hast die beste Intim. Rolle. Intim. Du hast die beste Rolle, genau, du bist der Koch. Oh, ja. Ich bin der Koch. Das ist ja unglaublich. Wir haben keine andere Rolle mehr. Es geht um diese, du kriegst doch pro Levelaufstieg diese Punkte, wo du die Engramme freischalten kannst. Ja, genau. Dass du dir die Grundausrüstung, klar, die Engramme, die du dann freischaltest, aber die Punkte dann eben sparst auf Sachen,
die, für die Gruppe. Das, weißt du, das wird das aufteilen. Also ja, klar, jeder hat seine Aufgabe. Zum Beispiel, ich bin der Baumeister, ich habe das ganze Zeug wie Dächer und ja, Häuser, halt das ganze Zeug, Wasserleitung und die ganze Mist. Und das habe ich halt mir die Engramme auch alle freigeschalten. Das habe ich mir halt auch alle, die ganzen Engramme auch freigeschalten. Ja. Und habe die anderen gelassen, die dann eben, der Erik kann jetzt, da ist zum Beispiel, was ist Erik? Der Giftmüller. Drogen, Waffen und Sprengstoffe. Drogen, Sprengstoffe und Waffen. Der alles genau, kaputt macht. Cool. Und also wenn du was brauchst, ich kann dir alles besorgen. und die Smiley, rate, was das Smiley ist. Smiley, Mädchen, Klamotten. Okay, ich wollte gerade fragen, ob es jemanden gibt, der Klamotten macht. Sehr gut, sehr wichtig. Wir müssen ja alle gut aussehen. Genau. Jeder sollte Klamotten haben. Smiley ist noch kein Level 15. Genau, Sattels und Sattels. Sattels sind auch wichtig. Das ist die Mehrzahl von Sattels. Und Rivano ist unser Sammler beziehungsweise Gammler. Unser Gärtner. Genau. Sammler also, und Gammler. Also wenn du die Taste Z drückst, dann kackst du. Und den Kackballen möchte ich, dass du den bitte aufhebst, erstmal schön in die Hand ein bisschen massierst und dann kannst du mir den bringen. Du siehst einen schönen Form zu einem Stern oder so. Dann isst er ihn. Oh ja, du bist so, dabei. Dann möchte ich dir doch hier unsere zwei Haustierchen vorstellen. Und zwar haben wir ja einmal den Defense-Minister. Dort findest du immer im Inventar Frischfleisch. Also warum zum hat er das jetzt? Hä? Warum hat der rohes Fleisch drin? Weil ich dem selbst eins gegeben habe, falls er was fressen muss. Ein Stück hat er drin. Ja, da kannst du doch Dings reingeben. Du kannst noch gebratenes Fleisch reingeben. Oh, ich habe dir einen Narko-Bären reingetan. 21 hast du jetzt drin, Alter. Ist das Dantisch oder was? Was ist Dantisch? Ja, hier die Narko-Bären habe ich dir reingepackt. 21 Stück. Also normalerweise findest du das da drin. Die Samen, hier sind so Kisten, die muss ich aber erst noch aufteilen. Ach, Samen auch zum Dings, zum Rivano. Er steht auf Samen. Ah ja. Okay. Samen und Kacke. Hier ist unser kleiner T-Rex-Killer-Rachejäger. Ich bin schon pervers, oder? Den wollen wir tunen, dass er irgendwann den T-Rex killen kann von einem anderen Chor, der hier uns alles kaputt gemacht hat. Genau, angeblich aus unser Versehen. Unser Dodo wird getreten. Nee, liebe Leute, ich brauche Hide. Ich brauche ungefähr 9 Hide. Hat jemand gerade? Ja, habe ich. Die ist doch hier drin in den Kisten. 147 Hide. Und wie kann man denn noch mehr, kann man die trainieren, dass sie stärker werden, oder wie? Ja, die werden automatisch stärker, aber die kannst du auch über die Dauer der Zeit, also wenn du zum Beispiel mit denen rumreitest oder wenn die andere Viecher angreifen oder du mit denen farmst. Ist das so ein Ding, wo man eigentlich normalerweise gleich wieder... Also ihr reitet auch auf dem Dodo rum, ist ja echt krass. Das wäre mal richtig geil. Dodo und links kann man leider noch nicht reiten. So. Die dritte Kiste von der rechten Seite. Wo ich gerade dran bin, da sind jetzt 200 Hide drin. Oh yeah. Achso, ich kann ja jetzt Dings bauen. Ich kann jetzt endlich unsere Hauptgebäude anfangen. Juhu! Und wisst ihr, wo die anderen Tribes hocken, oder? Nee. Doch kein Lageplan. Also so ungefähr wissen wir es, aber... Oh, ich hab geschissen. Oh nein, mein Kotbassen rollt davon. Ich hab ihn. Ich brauch die Scheiße, ne? Nicht verschwenden. Ich brauch deine Scheiße. Steht auf Scheiße. Das gute alte duftende Werkzeug. Ja, gib mir einfach deinen alten Speer, den kannst du doch reparieren. Wenn er weg ist, ist er weg. Ach so, ist der komplett... Ja gut, dann mache ich den gerade mal ein paar. Kann ich den Kackhaufen auch in die Hand nehmen oder esse ich ihn dann, wenn ich jetzt noch... Ich brauch Wood. Ist ja nicht, dann... 8 Stück. Flint 2 und Fieber 12. Also wenn du mir das Zeug besorgst, kann ich dir machen. Du, jetzt können wir aber leider noch nicht viel machen. Erik, schau mal kurz, dunkel ist. Erik. Ja? Schau, siehst du meine Klamotten, die ich anhab? Ja, aus Hide. Ja, kannst du die gelb machen? Ja, gib mir die. Ja. Was liegt denn hier? Nee, das ist scheiße. Komm mal her, zu mir. Achso. Das ist scheiße. Wie lang schmeiß die raus, ich hol die. Ja, komm zu mir, hinter dir. Das klingt als Rivalos Mund irgendwie lustig, wenn er sagt, das ist scheiße. Ja. Hier liegt auch irgendwo was für dich. Habe ich dir extra da hingelegt. Kann nur nicht aufheben. Warte. Ja? Wo ist das Zeug? Da hinten, das kommt, weiße Licht. Kommt, ich schmeiß das weiße Licht. Ja? Okay. Scheiße. Es kommt. Okay. Komm nicht hin. So. Oh ja. So. Ist das Ding schon gelandet? Nee. Und ich mach es richtig. Ich brauche noch so ein Megaman-Helm. Hast du Waffe? Ich hab alles dabei, ja, ich hab meine Scheiße dabei. Soll ich die irgendwo hinlegen? Wo kann ich die hinlegen? Ja, die Scheiße hier hinten. Weil 10 Fieber. Hier hinten ist dann unser Anbaufeld. Meili, ich hätte auch gern so Klamotten, wie der Rivano hat, die ich ihm jetzt entwendet habe. Ja. Okay, Scheiße ist drin. Die Hide-Dinger. Die Rüstung. Ja, hier hinten ist... Die Hide-Rüstung. Hide-Shirt und Hide-Pants. Okay, erstmal sollen wir zu dem Ding hier schlappen und irgendwas machen? Warum ist das Feuer aus?
Ach, ich hab noch nichts zu essen dabei. Wer hat jetzt was zu essen? Hier in dem Ding ist, wir brauchen aber Wood und kannst dir aus dem Teil was holen. Warte mal, ich mach mal hier die Fackel an. Ich will nämlich wo ist denn jetzt das Scheiße? Hier vielleicht... Mach doch einfach das Feuer an, dann habt ihr da, Hä? Ich hab doch gerade Fleisch hier reingegalaxt. Da hab ich doch... So, eins, zwei, Colorregion 1. Ich weiß nicht, ob das Ding noch so lange hält, bis wir dort sind. So, 2. Ja, lass einfach direkt jetzt losschlappen. Also. Richtig los. Geh du vor, ich hol mir noch ein Stück Fleisch. Ich hab's gesehen, wo dieser Strahl ist. So weit ist er gar nicht weg eigentlich. Der Strahl. Ja, der weiße Strahl. Wir wollen zur Ab. Lecker Strahl. Solange er nicht gelb ist. Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollen nicht zum gelben Strahl. Klamotten sind hier alle in der zweiten Kiste von links. Ich kann auch nur die erste Ausrüstung machen. Ja, hab ich alles. 1. Du bist so geil. 2. 3. 4, 5 und was Warmes zum Schlecken dabei. Ihr wisst ja, wie er die gelb gemacht hat, die meine Rüstung hat draufgepinkelt, bis sie gelb ist. Ja, genau. Nein, ich brauch diese Hide-Klamotten, die der Revano anhat. Ich kann nur die erste Munition machen, die erste ganz normale Sachen, was auch jetzt Also hat der Revano die gemacht. Die Hide-Klamotten mit Hide. Oh, guck mal, schau mal schnell. Ja, schau mich mal an, bin ich gelb? Die Hyde-Klamotten hat er doch bestimmt von dem netten Herrn. Ach, von dem Typ? Ja, okay. Nein, den, die habe ich mir selbst gebaut. Die könnt ihr doch, wenn ihr Level 15 seid, könnt ihr die doch erfinden. Aber warum machst du das denn? Warum das machst ist du doch das Smileys Geschichte. Doch, eben. Ja, das ist doch schnell gemacht, die 6 Punkte. Ich habe immer noch 30 Punkte. Läufst du falsch? Oder trinkst du gerade was? Ich trinke gerade was. Ich brauche eine bessere Rüstung, weil ich sterbe immer so schnell. Ist es gleich weg. Schau mich mal an, Erik. Woran sieht man, wann es weg ist? Oder weißt du das einfach? Spürst du das? Ist es weg. Ja, es gibt noch mehr. Du kannst noch mehr aus der Rüstung gelb färben, aber das reicht erstmal, denke ich. Warte mal kurz, lass mich mal kurz Dumbabler was erklären. Du kannst gerne noch mehr gelb machen, wenn du magst. Ja, wir müssen nur noch mehr gelb rausholen. Warte kurz. Wir müssen nur mehr gelb rausholen. Oh Gott, hier ist ein Viech, Level 6. Oh Gott. Okay. Okay, Entschuldigung. Es bespuckt mich mit Kobold. Bitte. Und zwar dieses Ding, was du gerade gesehen hast, war das so ein drehendes Teil auf dem Fußboden? Ja, also ich kenne diese Dinger, da kann man dann was rausholen, so Kisten oder sowas, keine Ahnung. Genau, und die bleiben immer, die kommen von oben runter und dann bleiben sie eine ganz bestimmte Zeit bloß am Boden stehen. Ja, ich dachte nur, du siehst es von weiter weg an, du kannst dann irgendwas erkennen, wie lange es noch da ist, weil irgendwas abläuft, keine Ahnung. Nee, wenn sie unten stehen, solltest du dich beeilen. Okay. Also die kommen ja auch runtergeflogen und dann, ja. Und dann ich will jetzt mal gucken, ob ich einen Zweig zähmen kann. Das wollte ich sagen. Wie wär's denn, wenn man diese, ich habe Pfeil und Bogen, die kann ich mir meinetwegen, oder kannst du sie mir basteln, Erik? Ja, kann ich machen, wenn du mir das Zeug gibst. Ja. Und dann holen wir uns einen Trike. Also für den Pfeil 15 Wood, für den Bogen 15 Wood und 50 Fieber, das haben wir. Und für Pfeil pro Pfeil 2 Fetch, 1 Flint, 1 Fieber. Okay. Also, das Zeug brauche ich, weil sonst bin ich da eh nicht dran. Ich leg's dir rein in die Kiste. Diese Startdinger soll ich jetzt selbst, also lerne ich jetzt, ne? Campfire und Stonehenge und den ganzen Kack, dass ich das... geschwind herstellen kann. Genau, aber so größere Waffen und Gegenstände nicht. Die werden vom Waffenmeister. Genau, die da die Punkte sparen. Brauchst du Hide auch für das Zeug? Nee. Nee. Fieber hast du gesagt, und Holz. Fieber, ne? Wood und Flint. Oh, das ist geil. Ich muss das mal kurz gucken, wo ist denn Flint? Hier mache Boom. Wieso ist meine Achse kaputt? Da muss ich gleich einen Stein wegfletschen. Ne? Hier, ich hab die Ressourcen in die Kiste gelegt, da kannst du schon mal für mich Spaß tun. Das hier? Ja, hier. Da war nur Fetch drin. Ja, Moment, hier ist doch, siehst du schon. Und das ist gut, dass wir so viele sind jetzt, dass wir, dann können wir den Trike schön zähmen. Ja, aber wir haben ja auch Narkosemittel. Wir werden jetzt übelst auch kämpfen und Krieg führen und so. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich find's lustig, Killer sitzt jetzt hier und weiß eigentlich überhaupt nicht, von was wir alles reden. ja, vor allem, ich wollte gerade fragen, wie sieht das jetzt aus, regeltechnisch, wenn jetzt hier einer von den Feinden rumrennt. Die dürfen dich nicht killen. Die dürfen dich erst killen ab Level 15. Und ab Level 15 bist du verpflichtet, deine Tribe-Farbe anzunehmen. Also du musst dich dann gelb färben. Und dann dürfen sie dich erst angreifen. Also ich bin jetzt sozusagen Kanonenfutter. Erik, ich gebe dir deine Kiste für den Speer und für Pfeile. Gerne. Und vor allen Dingen, das ist auch so die Sache, wir müssen auch das nächste Mal den TS benutzen. Von denen. Ja, richtig. Das habe ich vorhin mitbekommen, dass die irgendwie merken, dass man da ist. Oder genau, so. Dass die auch wissen, dass man online ist, weil wir bewegen uns quasi unter dem Radar, was natürlich denen gegenüber ein bisschen unfair ist. Und er hat mich schon so nochmal angeschrieben, ich habe auch nochmal gesagt, ich habe das doch noch. So nah. Ping.
Aber es lag schon an denen im Teamspeak, dass ihr jetzt nicht drin wart oder seid oder. Also erstens die Sache, die das funktioniert ja auch manchmal nicht. Das war die falsche Nummer. Die Nummer, die da drin war, das war die IP von dem Server hier. Ach so. Ist das aber das, was die ausgewiesen haben, oder was? Ja, da steht ja das Passwort und diese IP und ich dachte, die IP wäre das vom TS-Server, war es aber nicht. Das ist die IP hier vom Server von dem Tribe-Server. Ja, wir bräuchten nur dann auch noch die TS-Geschichte. Ja, das machen wir dann. Machen wir. Meine Klamotten könnten wir aber auch jetzt schon färben und dann. Wirst du angegriffen und getötet mit Level 5, ja. Ach so. Ach, man sieht das Level vom Feind gar nicht oder weht doch, man sieht es. Nee, kannst du ja nicht. Ach so, das ist daher die Farbe der als Indikator, alles genau. Verstanden. Also ich sehe nur hier bei euch. Ich sehe nur bei den Mates die Namen. Ich würde sagen, was du lernen willst, tust du einfach fragen und dann, ich glaube, dir jetzt das von vornherein jetzt alles zu erklären, was du hier machen musst und machen kannst. Ja, genau deswegen. Ich nudel jetzt hier ganz gemütlich rum und leg erstmal meinen Kram ab. Das sind ja alles Gemeinschaftskisten. Ach, dürfen die Feinde herkommen und dann einfach hier alles ausräubern? Nein. Oh. Ausräumen nicht? Achso, PIN-Code setzen, ne? Für die Schrank. Ja, PIN. Ja, achso, welche haben wir? Genau, du kannst diese Kisten mit PIN-Codes versehen. Ah. Das habe ich auch schon. Aber sie dürfen schon ins Lager hier reinrennen, oder? Ich mir ein scheiß Holz hier, dann muss ich nochmal eben zu Kisten. Also dürften sie uns hier drin einfach umbringen? Also wenn ab drei Mann dürfen sie angreifen. Also wenn drei Mann online sind von dem Tribe dürfen sie angreifen. Sobald also zwei Mann oder ein Mann. Jetzt okay, alles klar. Bekomme ich die ganze Zeit auch XP von euch? Kann das sein? Irgendwelche Shards? Ja, es gibt noch, genau. Also Smiley, was brauchst du? Hast du einen Bogen? Einen Bogen hast du mir gegeben, ja. Ich brauche einen Bogen. Ich brauche gebe ich dir. Munition, 3000 Schuss bitte. Ja, genau, warte mal. Kann man die Kiste eigentlich auch benennen? Ein Holz oder so? Ja, warte. Okay, im Schrank liegen 20 Pfeile. Noch ist alles ein bisschen durcheinander hier in den Kisten, aber das sortiere ich dann alles mit der Zeit. Ich muss erstmal jetzt. Gavano? Sehr gut, weil da lege ich immer ganz großen Wert. Okay, pass auf, ich lege jetzt in die Kiste einen Bogen und 20 Pfeile, okay? Danke. Ich habe gerade halbe gemacht mit Gavano. Nein, du sollst die 20 nehmen. Ich gebe ihm doch 20 von mir. Mach doch einfach mal das, was man euch gesagt hat. Und wie kann man Sachen 20, du kriegst 20, ich hab 17. Also habt ihr alle gewonnen und ich bin der Idiot. So. Indem du Strange STAG gedrückt. Nee, Quatsch. Shift. Erik, hast du noch ein Holz gerade im Inventar ein oder so? Ah, stimmt, Entschuldigung, ja. Ich muss meine Waffe reparieren. Und dann links drücke ich Shift. Shift oder links? Blind brauchen wir immer. Ich leg dir da das ganze Holz rein. Dann kannst du den. Ich bin ja Sammler, ich muss jetzt bald mal eben los, bis wir brauchen noch Holz, wir haben nichts mehr. Aber Holz brauchen wir und Flint. Rein theoretisch könnte einer mitkommen beim Sammeln, der könnte mir die Ware dann tragen helfen, weil irgendwann ist natürlich mein Inventar auch voll. Revano, nimm noch die Wassersäcke mit, die hier im Kochpot sind, weil je mehr Wassersäcke du mitnimmst, desto besser funktioniert das mit der Farbe machen. Das heißt also, wenn du vier Wassersäcke hast, ich habe da jetzt gerade vier volle Wassersäcke reingemacht und jetzt haben wir 28 Farbe. Kannst du gleich nachfärben, weil ich immer noch nicht so gelb, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Dummbabla, ich schmeiß dir jetzt mal einen Bogen raus. Du hast zwar noch keine Pfeile. Ja. Okay, und Onkel, wo bist du? Ich stehe hier genau daneben. Dummbabla, du kannst einfach den Bogen auf die Dinos werfen. Da hast du einen Bogen. Bitteschön. Für die Pfeile, wie gesagt, ich brauche Flint, Fetch und Fieber. Ich habe noch 17 Pfeile, die brauche ich gleich zum Jagen. Sonst würde ich die geben. Hast du hier schon die Kisten durchsucht nach Flint? Sieht so geil aus mit dem Bogen. Ja, da ist glaube ich nichts mehr drin. Ich war auch noch extra Flint holen für die Pfeile. Flint, okay, Fetch und Fieber. Dann holen wir jetzt selbst schnell. Flint, Fetch. Die riesigen Steine, die hier um uns drum rum sind, die könnte man die kaputt schlagen, was ja, man bitte. Die könnte man, aber die sind noch unser Sitz. Ja, das ist logisch. Ey, liebe Leute, direkt vor unserem Haupteingang ist ein Triceratops, ne? Mein neues Haustier. Der hat sich gerade freiwillig und der ist Level 15. Ja, den müsste man nicht bändigen. Das Metall für Rivano. Lieber hier rein, das kann man stacken. Ja, ist mein Sammelvieh. Sobald du jetzt selber stacken. Bitte, dann legst du es mal rein hier. Nee, du kannst es doch selber stacken schon, bevor du es reinlegst. Oder beziehungsweise, wenn du es rausholst. Nee, ich würde es doch geben, weil du wolltest doch Setch, Dings und Bums. Flint, Fetch und Fieber, weil ich kann nichts machen ohne Flint. Und den haben ich wir hab nicht. Ja Flint einstecken. Wie viel denn? 25. Ja, warte, ich guck gerade. Ja, ich geh nochmal Flint holen einfach. Also ich brauche pro Pfeil 2 Fetch, 1 Flint, 2 Fieber. Das heißt, ich könnte dir 25 Pfeile machen. Das dürfte reichen.
Ja, mach das, genau, machen wir mal 25 Pfeile und dann holen wir das. Schmeiß mir mal den Flint da raus. Ich habe direkt eine Frage. Die Stone Hatchet, ist die generell besser als die Stone Pick oder bringen die einfach nur unterschiedliche Sachen? Das eine die mehr Thatch? Ja, unterschiedliche Sachen. Also brauche ich immer beides. Ja. Genau. Ja. Also wenn du auf einen Stein mit der Pickaxe haust, dann kriegst du mehr Flint. Ja, nur und den kleinen weniger Kram, Stein. Genau. Und wenn du mit der Axt drauf haust, kriegst du mehr Stein anstatt Flint. Wenn du auf den Baum haust, kriegst du mehr mit der Axt mehr. Kriegst du mit der Axt mehr Holz und weniger Rinde, sag mal, und das und mit der anderen mit oh Alter. Ja, ich hab verstanden nicht, läuft. Bricht sich aus. Das haben wir schon fast, gedacht, als ich hast vorhin so von mich gegen gespielt hat. Ja, ist alles in Ordnung schon. Ist schon fertig. Und ja. Also die Feinde könnten natürlich auch so gemein sein und einfach herkommen und unser Bergmassiv abbauen, wenn sie Schweine sind. Haben sie ja indirekt gemacht. Ah, okay. Und den Lieblingsbaum, wo wir unsere Herzchen reingekritzelt haben, haben sie. Genau, unseren Freundschaftsbaum haben sie aus Versehen gekillt. Man kann Herzchen kritzeln. Hast du die Pfeile schon rein? Nee, die mache ich hier in die Kiste. Achso. Also, ich bringe Narkotikum mit. Narkotikum. Also kann man den beschießen. Ich stehe nämlich hier extra auf dem Berg und warte, ob wir den jetzt killen oder nicht. Also nicht folgen. Mit den Pfeil und Bogen. Nimm dafür die Flitzeschotze da, die Slingshot. Weil damit kriegst du den nämlich. Ein Trike. Trike willst du mit einer Slingshot. Ja, wenn du den auf den Kopf triffst, dann fällt er irgendwann um und dann ist er nämlich schon narkotisiert in der Form. Und er kann nicht den Stein hochklettern oder wie? Ja, aber wenn da kann es nämlich passieren, dass du ihn tötest. Na, du kriegst den Trike aber nicht mit Dings. Warte, ich komm runter. Guck dir mal die Let's Plays von mir an, glaub es mir, du kriegst es. Also ich hab schon alles probiert. Ich hab auch schon einen probiert. Geschniedelt damit. Ja, festgebacken. Flint ohne Ende, dann kann er wieder Pfeile rein mutieren hier. So, wo habt ihr einen Trike? Hier, wenn du jetzt direkt da, wo du bist und auf der anderen Seite rechts gehst, rechts. Ah, hier. Am Baum, wo die Schildkröte. Ich streichle ihn gleich, guck mal. Na gut, aber der Dumperplatz. Jetzt hab ich aber keine Steine, verdammt. Ich hab 72 Stück. Ja, dann würde ich sagen, weil wie gesagt, das Problem ist nämlich, wenn alle den mit Pfeil und Bogen beschießen. Dann kippt er irgendwann einfach um und ist tot. Und wenn du den aber mit der Slingshot, also mit der Dings beschießt und den am Kopf triffst, dann kippt er irgendwann um und ist bewusstlos. Und dann kannst du nämlich schön tammen. Also Erik, ich pack dir mal jede Menge Flint in deine Kiste. Ist das in Ordnung? Komm raus, ich bin hier. Alter, du verkackte Stachelwall, die hat mich gerade gepiekst. Ich bin hier. Das Level ist in der Kiste. Wildfilme 15. Ey, komm doch raus, dann kannst du es gerade mitnehmen. Also wir brauchen jetzt dann Killer. Ja, oder bleib drin, ich komme. Tust du auch mal bitte mit Steine und Bären und den ganzen Rotz mit sammeln? Ja, mach ich. In die Gebüsche kriegst du Bären und Steine kriegst du halt auf dem Fußboden. Sammel, bis du bunt bist. Weil die brauchen wir nicht einfach auf Fußboden. Die kommen schon angelaufen. Zu zähmen, weißt du, wir wollen das Ding jetzt zähmen da. Ja. Der Rivano braucht einen Sammel-Auto. Oh ja, Assistenten hier, so ein Esel. Ein Partner, sag bitte Partner. Aber ich sag dir gleich mit Trikes kriegst du plus gut Bären, ne? Den Rest ist. Ja, was brauche ich denn für Holz und den ganzen Lava hier? Weiß ich nicht, das habe ich nicht gefragt. Ich habe nämlich mich mit Chrisplay unterhalten und hat mich ein bisschen. Oh, Kinder, hier ist ein riesiger Scheißhaufen. Oh, wow, wow. Ja, mitnehmen. Nehmen wir mit für den Rivano. Ja. Guck der mal steht da. Auf Scheiße. Oh. Ist sehr schön. Brauch auf jeden Fall den übelsten. Ja, das ist ein richtiger Klumpen, der war. Naja, der ist nicht so groß warte wie mal. Ich. Aber achso, das ist warm? Killer 13. Ist der noch warm oder was? Oh yeah. Leck doch mal an, wer weiß das. Probier mal. Also, bitte. Ich hol mir jetzt schon mal die Schildkröte hier. Oh, dass wir ich sind. Ein apropos, ich würde sagen. Wir machen Cut. Ja, wir machen hier einen wir holen den Trike ab dem nächsten Part. Quack, weil es sind jetzt schon wieder 23 Minuten rum, liebe Leute. Alter. Und wie sagte einst ein großer Let's Player, ab Abo. 20 Minuten ist Luxus. Ja. Abo, hat das gesagt? Sagte der Abo. Das hat der Kronk gesagt. Mhm. Also. Ab 20 Minuten schalten die Leute aus, möglicherweise. Okay. Und ja, okay, dann würde ich sagen. Bis dahin. Jo, bis dahin. Vielen Dank. Daumen da lassen vielleicht. Viel Spaß, schönen Tag noch. Und guckt auf alle anderen, und guckt auf alle anderen Kanäle drauf, wie Dummbabbler und EBLP und SBZLP und Rivano LP. Und Dummbabbler und alles Rivano LP und Dummbabbler. Alles unten verlinkt. Und beim Rivano. Auf jeden Fall draufschauen. Achso, ja, stimmt, ich auch. Der ist auch noch da. Und ja, also dann.
Bis morgen. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ich muss das noch sagen, das sah gerade echt lustig aus.